ist eine grosse Gemeinschaftskarte von ca. 400 Genossenschaften, Genossenschafterinnen. Es läuft so, dass die Leute sich jeweils für ein Jahr beteiligen. Also sie zahlen einen Beitrag für das ganze Jahr. Und dann in verschiedenen Bereichen auch mithelfen. Also zum Garten zum Beispiel, bei der Kulturpflege, aber auch beim Abpacken, beim Verteilen und bei verschiedenen Sachen. Und kommen gleichzeitig alle Wochen ein Taschen über mit biologischem, saisonalem, lokalem Gemüse. Also in diesem zweiwöchigen SC-Lager haben 12 Leute eigentlich von der ganzen Welt hier mitgeholfen bei uns auf dem Acker. Das sind vor allem Europa viel gewesen, also von Tschechien, von Dänemark, von Slowenien, von der Slowakei, von Spanien haben wir Leute gehabt. Aber dann auch spannend gewesen, von Togo ist jemand gekommen und von Indien haben wir auch jemanden gehabt, der hier mitgeholfen hat. Die SC-Leute haben uns in verschiedenen Bereichen geholfen. Einerseits Kulturpflege hier, aber auch beim Ernten, beim Abpacken, beim Verteilen. Und im August, das ist die Hochsaison und Gemüse, wo es sehr dankbar ist, wenn man das 12. ist und nicht das 4. ist, wenn man zum Beispiel 100 Kilo Bohnen muss ernten muss oder die ganzen Felder jäten von all dem Franzosenkraut, das hier wächst. Und darum ja, war es ein super Moment, um mit einer grossen Gruppe zu arbeiten. Yeah, I think it's really important for us. Many of we live in the city, and it's important to come out here once in a while to be able to see how food is really made. And sometimes you forget when you live so far from the countryside and you're not involved with how food is made. When I'm harvesting in the fields in the rain, I feel more connection with the nature. I can smell all the vegetables, and sometimes I prefer it instead of working under the sun, because sometimes it's too hot and I feel like I cannot work too much. I like it if there's, especially now, there's rain in the background, and I can just calmly pick the tomatoes and put it in a basket and collect them.
Es war sehr spannend, dass wir auch den Austausch, also einfach die Möglichkeit, den Austausch zu haben mit all den Leuten von der ganzen Welt. Also, dass man einfach erfahrt über das Leben, über die Ideen, über Projekte in den verschiedenen Ländern. Zum Beispiel mega spannend war es, über Indien zu erfahren, wie dort eigentlich die selbstverwaltete Landwirtschaft, wie wir es hier probieren, wieder zu starten, eigentlich noch sehr verbreitet ist, wo einfach die lokale Bevölkerung produziert so ihr Gemüse, ihre Ernährung.